So, liebe Friedenskirche, herzlich willkommen bei uns im Garten. Es gibt einige Neuigkeiten zu unserer Arbeit in der Friedenskirche. Als erstes, tada! Wir starten nächsten Sonntag, also am 24. Mai, wieder mit zwei Gottesdiensten. Und wir laden euch wirklich herzlich ein, 9.30 Uhr oder 11.15 Uhr vorbeizukommen. Wir wissen, dass es ganz anders sein wird, als es sonst ist. Wir wissen, dass wir Mundschutz tragen müssen, dass es nur eine Stunde geht, dass wir keinen Kirchenkaffee haben. Aber wir denken, es ist gut, in unsere Berufung als Kirche zurückzukommen, gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam in die Gemeinde zu kommen, uns eins zu machen vor Gott. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob es sich für mich lohnt, sondern zu sagen, es lohnt sich für unseren Herrn. Genau. Deswegen kann man trotzdem natürlich auch zu Hause weiter Gottesdienste feiern. Wir werden noch keine Kindergottesdienste anbieten können. Nicht jedem ist es vielleicht angenehm, mit der Maske da zu sein. Da haben wir natürlich Verständnis dafür. Und es wird weiter Online-Gottesdienste geben. Also, aber ab nächsten Sonntag haben wir die Möglichkeit, wieder im Gemeindehaus zusammenzukommen. Wir haben erstmal viel Platz ermöglicht durch die Abstandsregelung. Man muss sich nicht anmelden, sondern einfach ab 24. Mai wieder sonntags vorbeikommen. Das heißt, dass diesen Sonntag das letzte Mal Online-Kirchencafé sein wird. Man kann sich auf der Homepage einklicken in die Zoom-Ding und dann eure Kaffeetasse mitbringen und zusammen mit uns eine Stunde lang ein bisschen Kontakt haben und zusammenzukommen. Dann ist ja ganz bald Himmelfahrt, nächsten Donnerstag. Wir bieten einen ruhigen liturgischen Abendsegen an, nur eine halbe Stunde von 19 bis 19.30 Uhr. Wenn du denkst, Mensch, es wäre cool, an Himmelfahrt mal kurz innezuhalten, komm vorbei in die Friedenskirche. Und wir feiern einen Abendsegen zusammen. Und nicht zuletzt bieten wir auf der Homepage einen Corona-Blog. Genau, der hat ein Virus. Nein. Aber wir wollen einfach hören, wie es euch zu Hause geht. Habt ihr Fotos von eurer Geburtstagsparty oder seid ihr umgezogen? Oder wollt einfach einen Segensvers an die ganze Gemeinde schicken? Schickt das an die corona@friedenskirche-neu-ulm.de. E-Mail-Adresse findet ihr auf der Homepage. Schickt uns Impressionen von euch zu Hause, sodass wir ein bisschen Anteil nehmen und Anteil geben können aneinander. Jetzt danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Wünscht Gottes Segen zu Hause, wo immer ihr seid. Ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. Ciao.